ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Aktiv im Urlaub. Schön, dass du dabei bist, heute bei Beine und Po. Wir werden jetzt im Stehen starten und trainieren natürlich die Muskulatur und ein bisschen unser Herz-Kreislauf-System und gehen dann noch auf den Boden. Mach immer so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen einlegen, zwischendurch auslockern und dann wieder ins Training mit einsteigen. Richte dich mal auf und roll deine Füße ab. Natürlich wärmen wir uns auch etwas auf. Fußspitze, Ferse abrollen, ganz locker. Dein Atem fließt. Gelenke bewegen, Muskulatur durchbluten und Faszien auch richtig durchsaften. Lass die Arme jetzt hängen und kreis deine Schultern mit nach hinten locker. Etwas größer werden, deine Ellbogen zurück. Nochmal die Schultern. Nochmal die Ellbogen. Gut. Schultern, Ellbogen und am Platz gehen. Hochziehen die Knie. Ruhig gleich mal so richtig hochziehen im rechten Winkel. Die Arme mitnehmen. Und noch höher. Spür die Körpermitte, die da auch gleich aktiviert wird, wenn du die Arme bewusst mitnimmst. Dann holst du deine Knie nach oben, rechts und links im Wechsel. Nimm gleich gegenüberliegenden Ellbogen immer zum Knie dazu. Und dann kommst du wieder zurück und trippelst am Platz. Auf dem Mittelfuß trippeln, genau. So schnell, wie es für dich okay ist. Spür gleich die Aktivität in der Mitte. Auch deine Rückenmuskulatur wird aktiv. Und das machst du, mach mal weiter. 30 Sekunden, dann kommt unsere erste Übung. Ich mache sie im Piepser an. Wir werden zwei Runden jetzt von diesen Übungen machen. Also 30 Sekunden, dann sage ich dir an, was kommt. Trippeln, trippeln. Spür die Beine und deinen Po aktiv. Dann kommt gleich unsere erste Übung. Das ist ein Kniebeuge, eine Minute lang, jetzt tief gehen, hüftbreit, Oberschenkel parallel zueinander, Füße gleichmäßig belasten, Rücken gerade, Blick zu mir und vordrück dich nach oben. Nochmal tief und hoch. Genau. Gerade Rücken und den Blick nach vorne richten. Oberschenkel dürfen brennen, wenn sie arbeiten, dann werden sie natürlich auch heiß. Noch 15 Sekunden. Atmen. 5 Sekunden. Okay. Und nochmal trippeln. Oh. Dann machen wir nochmal die Kniebeuge. Immer zweimal. Jetzt nochmal so schnell wie es geht. Aufrichten. Ein kleines bisschen nach vorne gebeugt, der Oberkörper. Gut. Und dann kommt unsere zweite Runde Kniebeuge mit einer kleinen Variation. Nochmal tief und wenn du jetzt runter gehst, hebst du deine Fersen,
setzt wieder ab und kommst hoch. So ein bisschen auch die Waden. Gleichgewicht, Balance. Tief, Fersen hoch. Zwanzig Sekunden noch. Und nach oben kommen. Schnelle Kleine. Wieder Arme dabei. Dann kommt nämlich schon die nächste Übung. Tempo. Okay, Grätsche. Zeigst du seitlich, Knie nach außen Richtung Fußspitzen. Oberkörper ist aufgerichtet und wenn du hochkommst, ziehst du gefühlt deine Füße zueinander, also aktivierst innen die Muskeln. Tief, Po fest, aufrecht. Immer noch. Geht. Endspurt. Noch 10 Sekunden. Und locker. Kurz wieder, kleine Schnelle. Wieder Gas geben, auf dem Mittelfuß, trippeln. Dann nochmal in die Grätsche. Knie nach außen, tief gehen, wenn du unten bist, Fersen heben und wieder runter, kleine Variante. Tief, Fersen, hoch. Genau. Da könnte sein, dass es wackelig wird und das ist Absicht. Nochmal. Richtig schön tief gehen. Waagrechte Oberschenkel vielleicht sogar. Okay, und lockern. Jetzt kommt unsere dritte Übung gleich. Nochmal schneller werden. Da kannst du dich gleich irgendwo festhalten, wenn du willst. Oder in der Balance. Ein Bein, Becken parallel zum Boden. Oberkörper vor und Bein ran und weg. Denk dran, dein Po, der macht die Bewegung. Du spürst natürlich auch dein Standbein. Wir machen jetzt eine Minute auf der Seite, dann auf der anderen Seite.
So, nicht mehr lang. Gleich geschafft die Seite. Ich weiß, es wird anstrengend. Bleib noch mal stabil in der Mitte. Und lösen. Oh. Denk daran, noch die andere Seite jetzt. Gas geben. Okay, andere Seite parallel wieder zum Boden, Bein rechter Winkel, hoch und tief. Bauch bleibt aktiv. Möglichst ohne Schwung, Kraftgesäß. Die letzten 9, 8, 7, 6, 5, 4 und Pause. So, eine Übung noch. Komm, komm. Und da bleibst du jetzt, zeigst dir mal seitlich, hüftbreit ungefähr, nimmst ein Bein zurück, Knie über der Ferse, hintere Oberschenkel Richtung Boden, komm hoch und wechsel die andere Seite tief, komm hoch, Po fest, genau, mach weiter, einmal rechts, einmal links, ruhig langsam. Aufgerichtet. Fünfzehn Sekunden. Okay, locken, trippeln. Und dann noch die letzte Runde im Stehen. Und dann gehen wir schon nach unten. Komm, die letzten. Okay, rechts und links, Knie Richtung Boden, Oberkörper aufrecht. Wirklich geführt die Bewegung. Kontrolliert ist wichtig. Tempo ist gar nicht wichtig, aber du bestimmst es selbst. 30 Sekunden. Zehn Sekunden, sechs, fünf, vier, drei, okay, lockern, oh, geschafft, Beine auslockern,
Wir gehen eins tiefer und zwar in die Seitenlage. Das heißt, du kommst runter, gehst ganz nach unten und nimmst die Beine in den rechten Winkel. Oberkörper ablegen, Kopf auf den Oberarm, das obere Bein lang, Fußspitze eher so ein bisschen nach unten drehen und hier raus aus dem Becken kommen, richtig wegschieben. Lang bleiben in der Taille und jetzt gehst du hoch und tief. Genau, hier ein bisschen Druck ausüben. Bleib oben, kleine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal langsam, 10, leicht nach innen drehen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kleine oben, 10, 9, 8, 7, 6, 5, lang bleiben hier. Halte und jetzt schieb mit der Ferse ganz kraftvoll weg von dir. Noch 6, 5, 4, 3, 2 und locker. Hochdrücken, gleich auf die andere Seite rüberdrehen, die Außenseite. Und du merkst, oder, wenn du lang wirst in der Taille, wie effektiv das Training dann gleich ist. Also hier nicht bewegen, sondern unteres Bein angezogen, hier lang werden und gefühlt ziehst du deine Ferse weg von dir. Bleib lang. Und jetzt geht das Bein erst wieder hoch und tief. Oben bleiben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal langsam hoch. Und nochmal oben bleiben, die letzten 10, 9, 8. Halte und schieb die Ferse kraftvoll nach unten weg, fest. Achtzehn, 19 und locker. Hochdrücken und gleich mal in die Rückenlage. Und ich drehe mich gleich mit dem Rücken zu dir, denn wir machen noch eine Übung für die Innenseiten und die machen wir in der Rückenlage. Also Oberschenkel fassen, abrollen. Jetzt kannst du gern deine Hände unter dein Gesäß legen. Kannst auch einfach nur so mit dem Bauch halten. Beine zur Decke, ganz leicht beugen, Fußspitzen anziehen, Grätsche und aus der Grätsche versuchst du jetzt mit den Innenseiten die Beine zu schließen. Nochmal öffnen, schließen. Bleib außen, mach ganz kleine. Und nochmal langsam, hoch und tief. Merkst du schon was?
Bleib nochmal außen kleine. Halte hier und jetzt schieb ganz fest mit den Fersen. Drücken, fester. Halten und ganz langsam wieder schließen. Nacheinander die Füße aufstellen. Kurz auslockern, Beine schütteln. Ich komme zu dir. Super. Bleib jetzt so mit aufgestellten Füßen. Handflächen Richtung Decke zeigen lassen. Die Füße rücken ein bisschen enger und dein Becken kippen. Steißbein Richtung Ferse. Roll dein Becken nach oben und komm jetzt hier hoch. Maximal Schulterblattspitze und nicht ganz ab. Und nochmal hoch. Und nicht ganz ab. Aus der Spannung. Oben hoch und wieder tief. Den Nacken lang lassen, dein Kinn ganz leicht in Richtung Brustbein ziehen. Halte oben. Halte dein Becken wirklich hier. Und jetzt versuchst du einmal die rechte Ferse und einmal die linke nach vorne zu schieben. Schau mal, das Becken bleibt ganz ruhig. Da bewegt sich gar nichts. Knackiger Po, hinterer Oberschenkel, unterer Rücken natürlich. Bauch musst du auch mit. Mach mal nur mit einer Seite jetzt. Und weg, ran, weg, ran. Und wechseln. Noch einmal wechseln. 10 Stück. 9. 1 wechseln, letztes Mal. Und langsam abrollen. Mach dich ganz klein, zieh deine Knie zu dir ran, so ein bisschen hin und her wackeln, auch mal die Knie aufmachen. Zumachen, fleißig. Lass deine Knie geöffnet, nimm mit den Händen die Fußgelenke und drück mit den Ellbogen deine Knie nach außen. Die Innenseiten aufdehnen. Langsam schließen, das rechte Bein anziehen, knapp unterhalb vom Knie, links aufstellen, richtig fest herziehen, Richtung Decke strecken und jetzt drück den Fuß in die Hände. Egal wo du fasst, drück dagegen. Atme ein, lass los, atme aus und zieh ein bisschen näher her, spür die Rückseite. Gleich wechseln, anderes Bein, erstmal gebeugt, knapp unterhalb vom Knie. Langsam strecken, obere Unterschenkel in die Hände schieben, Spannung aufbauen. Einatmen, lösen, ausatmen, ein Stück weiter ziehen. Und locker lassen.
hochziehen, entweder so oder über die Seite. Bleib einen Moment, stütz dich ab auf dem Unterarm, unteres Bein vor und das obere Knie zurück. Drück den Fuß in die Hand, Oberschenkel Vorderseite, hier raus, Po anspannen. Ist dir auch warm? Dann löse auf, gleich fliegender Wechsel, anderes Bein. Unteres Knie angezogen, hier waagrecht zum Boden und den Fuß in die Hand schieben. Rauskommen aus der Schulter. Dann langsam wieder auflösen auf beide Füße. Und jetzt nimm die Hände auf den Boden und streck deine Beine mal so weit, wie es geht. Lass den Kopf hängen, beug und streck rechts und links im Wechsel. Treten. Kopf hängen lassen. Beide Knie beugen. Stütz dich auf die Oberschenkel und roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Atme ein. Rechtes Bein kreuzt hinter Außenkante. Zieh die rechte Körperhälfte lang. Wechseln. Noch länger ziehen. Nochmal wieder lösen. Hände hinten fassen. Brustbein aufmachen, Schultern zurück. Einatmen und so aufgerichtet bleiben. Ein Bein hoch, kreuzen, Po nach hinten schieben. Knie nach außen, sehr fleißig, wirklich. Kann sich immer festhalten irgendwo, alles ist richtig. Dann hoch, andere Seite. Po spüren. Wieder lösen. Gut. Jetzt langstrecken, langziehen, räkeln. Und ganz wichtig natürlich, vielleicht bist du im Urlaub, ist deine Aufrichtung für die Figur. Brustbein heben und für die Laune. Vielleicht bist du auch nicht im Urlaub. Atme aus, entspanne dich. Wenn du magst, schüttel dich auch immer mal wieder zwischendurch aus. Aktiviert alle Rezeptoren, macht uns frisch. Ich hoffe, du spürst so ein bisschen deine Beine und deinen Po. Ich freue mich natürlich über ein Gefallen, über einen netten Kommentar. Wenn es dir Spaß gemacht hat, vielleicht hast du ja Lust, auch meine Arbeit zu unterstützen, wertzuschätzen sozusagen. Der Link ist unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, kannst du auswählen, mit wie vielem Monat du das willst. 2,50, 5 Euro, 10 oder 20, was du möchtest. Auf jeden Fall danke auch an die, die das bereits tun. Übrigens, diese Playlist findest du oben bei dem Infopunkt im Video oder auf meinem YouTube-Kanal unter Playlists. Einfach mal aktiv im Urlaub schauen. Geht jeden Tag ein neues Video online. Die bleiben auch da. Das heißt, du kannst sie jederzeit wiederholen. Freue mich, wenn du noch jemanden einlädst, sich auch mitzubewegen. Und klar freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!